Oh yeah. Kuss geht raus an Randy. Bring mal den Mann. So Boys, wir sind wieder auf den Straßen. Es ist jetzt 11.15 Uhr sowas. Amsterdam, wunderschön warm. Jetzt geht's zum Frühstücken. Geburtstagsbrunch. Gestern ging extra nicht so lang, aufgrund dessen, dass heute endlich alle verschlafen. Was für mich trotzdem sinnlos war. Das hier ist so der berühmteste Centralplatz in Amsterdam. Schöne Restaurants, hier diese riesige Werbetafel. Hier ein sehr berühmter Club Escape. Wenn man hier genau schaut, man sieht die Häuser leicht nach vorne gekippt. Das hat damit zu tun, dass die Häuser sehr schmal gebaut sind. Deswegen haben sie auch so große Fenster, wenn man mal schaut. Dann sieht man da oben, ich hoffe man sieht, da überall so Haken, dass man Möbel hochziehen kann, ohne dass sie an der Wand oder an der Außenmauer entlang schleifen. Chai Latte. Cappuccino. Deswegen hasse ich Venedig, weil da die Tauben genauso aggressiv sind. Läuft halt nicht, wenn ich mich aufmache. Wir stehen vor einem der berühmtesten Läden in Amsterdam. Homemade Fries. Leminix. Ich kann es nicht aussprechen. One small one. You got some spice sauce, right? Yeah. Spice Miami. Yeah. 10 euros, please. Danke. Danke, bitte. Bitte schön. Boomerang. Krass, ne? Ist jetzt. Kann man so eklig abhalten. Sei ehrlich. Das sind die krassesten Pommes. Aber was ist das für eine Soße? Scharfe Mayonnaise. Merke ich jetzt erst. Beides gleich, aber ich würde sagen, wir nehmen gut. Ich versuche euch so viel zu zeigen, wie es geht aus Amsterdam. Aber natürlich sind wir wegen Sams Geburtstag hier. Das heißt, heute geht's aufs Boot. Heute wird Party gemacht. Ich nehme euch ein bisschen mit. Ist auch cute, gell? Dieses Oberteil, auch schön. Welches Kleid kaufst du dir? Helles grünes Kleid. Sehr cute. Schön, gell? Ja. This is another color, brown. Weiter geht die Reise. Durch die City laufen. Jetzt gehen wir ein bisschen durch die Stadt und dann geht es eigentlich auch schon um 18 Uhr aufs Boot. Das ist der Plan. Dieser Chaotentruppe bin ich unterwegs. Schaut euch mal das an. Nur Verrückte. Schau mal, wie schön der Laden aussieht. Gehen wir rein, oder was? Solbox. Solbox Amsterdam. Geiler Laden aber. Digga, wie geil sieht das aus? Laden sieht cool aus, gell? Ja, richtig schön. So, als wären hier so chemikalische Experimente. Sieht ein bisschen aus nach Chemielabor. Richtig gute Idee. Macht sehr interessant. Aber ich merke, dass er ein wenig. Ich muss mal zumachen. Seite. I think this is 41. Okay. I think it fits. Was hast du dir gekauft? Zeig mal her. Reebok. Zeig her, Digga. Halt ein, der heißt nicht umsonst Classic. Das ist ein, mit dem Schuh kann man nichts falsch machen. Wie viel hat der gekostet? 100. Wie viele Kilometer sind wir jetzt gegangen, nur um hierher zu kommen? Weiß ich nicht, 25. Komm. Wir sind extra zu Daily Paper gegangen. Rein, yalla. Daily Paper, Freunde. Ich hoffe, der Laden haut mich jetzt aus den Socken, Alter. Was ist das Material? Das ist einfach Leder. Was ist hier so besonders an dem Teil? Hier ist gar nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass ich jetzt hier bin. Das ist aber Leder. Geil. Richtig schöner Laden aber. Was ein kranker Laden, Mann. Schaut euch mal das an.
Richtig nice Design, gell? Kaufen wir jetzt irgendwas, damit sich dieser Trip gelohnt hat. Darf ich mir was aussuchen? Ja, das finde ich sehr. Ich will ein Hemd haben. Soll ich dir zeigen, welches? Soll ich dir zeigen, welches Hemd? Soll ich dir zeigen, welches Hemd? Ja. Black Lives Matter, Leute, damit ihr Bescheid wisst. Ja, schön. Krass, gell? 130. Was sagst du der Jacke? Wild. Ja? Wild. Ja? Costa Quanta? 130. Cooler. Beides. Nehmen wir aber die Größe, dass mir auch passt. Dann nehme ich L. Ich nehme nicht XL. Sorry, sir. Do you have it in just in large? Yeah, I'm gonna check. Okay, thank you. Dieses Detail. Irgendwann später. Oh yeah. So, Freunde, wir befinden uns vor dem Boot und starten den Birthday Ride. Viel Spaß. Will er echt da durch oder was? SUVs, black on black. I was fucking up, but now I'm back on track. Okay, everybody, watch out because we're gonna impact for parking. Oh shit! Ja, Leute, wir sind auf dem offenen Meer, Nordsee, Amsterdam. Es wird noch hart eskalieren. Vom Boot geht's noch auf eine Hausparty. Oh, du hast doch Rosé! Nein! Hey, gib mir die Rosé! Kuss geht raus an Randy. Er soll nicht offen, so viele Videos für euch zu schneiden. Wir haben hier einfach Pause gemacht. Toffi, geh rein, wenn du ein Mann bist. This is Omi. Hi. 6,5 Stunden später. Amsterdam, Leute. Sehr, sehr wild. Wir haben noch nie so eine Tour gemacht. Ich bin ehrlich, war noch nie so hart auf dem Wasser. Schaut euch das hier an. Wir sind da, Leute. Ich schwöre euch, wir waren gefühlt 7 Stunden auf dem Wasser. Prinzessa, wie war der Ride? Gut. Und? Machen wir das nochmal? Nein. Nein. Wir sind fertig. Ich schwöre, wie lange waren wir auf dem Wasser? Sei mal ehrlich. 3 Stunden, 3,5. Und jetzt vom Gefühl? 10 Stunden. Locker 10. Ey, wie lange waren wir? Fertig mit seinem Lärm. Wir waren 3,5 Stunden auf dem Boot. Ich schwöre, ich hatte 2-mal Geburtstag auf diesem Boot. Ich wollte, dass die Titanic untergeht, Alter. Wenn ich nicht gleich was zu essen bekomme, dann schmeißen wir Sam Collins ins Wasser. After the show is the after party. And after the party is the... Also, das hier ist der beste Bootsmann. Capitano El Adamo. Kapitän mit Thank you, brother. Memphis Depay on the boat. Thank you, guys. You're welcome. But you guys,
have been the most revolutionary crew. Oh, thank you, man. Kuss geht raus auf jeden Fall an Adam. Amazing. Pirate of Amsterdam. Digga, sei mal ehrlich vom Gefühl, wie lange waren wir auf diesem Boot? Den ganzen Tag. Danke. Liken, kommentieren, abonnieren, aber nicht ihr Volk. Ebola. Ihr habt es gesehen, Leute, das hier kann man erleben, wenn man 2 Tage in Amsterdam ist. Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Ich hab keine Ahnung, über was willst du reden? Roll auf der Piste, denn ich muss mich bewegen. Ich sehe eine Top-Roll und sie mich auch. Sie zieht sich aus. Freunde, wir befinden uns vor Febo. Wir holen uns jetzt einen schmachtigen Burger oder 2. Hier kann man einmal mit Karte bezahlen und dann befindet sich hier ein Double Burger drin. Zack. So, das wird da drin noch warm gehalten. Dann nimmst du raus den Karton, lässt es drin, machst du wieder zu wie ein normaler Mensch. Schau dich das Teil an. Ich mache einmal auf. Knuspriges Brot. Es ist nicht das Besondere, aber es schmeckt gut. Schmeckt es? Probier, sei ehrlich. Gute Bene. Ich hab dir gesagt, Digga, ist krass. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So, Freunde, wir haben es mittlerweile 23:15, 20 nach 12. Amsterdam ist zu Ende. Jetzt geht's ins Hotel. Und dann geht's auch wieder auf die Heimreise. Abonniert diesen Kanal, es kostet nichts. Und danke für den Support. Peace, gute Nacht.